Ja, viele Leute. Viele Leute, ich mach das mal ordentlich. Viele Leute, die jetzt zuschauen, werden denken, guck mal, der Assi. Aber nein, das ist Quatsch. Ich komme jetzt gerade aus dem Urlaub. Das ist eigentlich die EM-Qualifikationsspiel. War für mich so geil. Ich habe meinen Urlaub abgebrochen, ehrlich war. Ich habe meinen Urlaub abgebrochen. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit meiner Freundin im Urlaub war. Wir haben es frühzeitig, ich weiß nicht, wer war im Urlaub alles? Wer war im Urlaub? Das fängt ja schon, der Stress fängt, ist ja gar nicht Erholung. Urlaub ist ja keine Erholung. Es fängt ja schon an, wenn du nach Hause kommst und die Freundin ist ja die Königin des Handgepäcks. Schon mal aufgefallen? Wie viele Handgepäckstücke Frauen haben? Wir Männer haben ein Handgepäck. Eine, die Freundin. Komm mit, komm. Die Frauen haben 6000 Handgepäckstücke. Ich kam dann nach Hause in den Flur, ich sag, was ist das denn? Sagt die, nicht. Handgepäck. Ich sag, Handgepäck. Frauen sagen auch alles immer dreimal, schon mal aufgefallen? Weil wir Männer sind ja ein bisschen... Ja, schon mal, ich sag, ja. Ich sag, das alles ist, Handgepäck? Ja. Ich sag, hör mal, Mäuschen, bei allem Respekt nicht böse, aber wir fliegen nur 4 Stunden. Man sagt zwar, wenn Freunde fragen, wie lange fliegt ihr, man sagt dann 2 Wochen. Wir fliegen wirklich nur 4 Stunden. War der Scheiß egal. Sieh die 16 Milliarden Handgepäckstücke eingepackt, wie ab zum Flughafen geht's weiter. Meine Freundin kam auf die Knalleridee, ab Frankfurt zu fliegen. Kennt ihr den Frankfurter Flughafen? Der Frankfurter Flughafen, der ist so groß, da werden Menschen teilweise 21 Jahre lang vermisst. Ja, die sitzen nicht in Nigeria im Knast, nein, die sind unterwegs von Halle A nach Halle C. Das ist ein riesen Flughafen und keiner weiß ja, wo du hin musst. Keine Sau kennt sich aus, selbst diese Ansagen bringen einen nicht weiter. Da kommen so Ansagen wie ding, ding, ding. Lass dich mal, ich muss mal eine Ansage machen, lass dich mal. Ding, 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 ding. Der letzte und dringende Aufruf für den Passagier auf den Kuppern bei Fit, auf die Kuppern mit dem Müllformland, auf die Tischhäute Kiff, bevor wir einen finden, Gate 4. Ist das was? Ja, aber. Was hat denn? Ja, es ist doch so. Aber du hörst immer nur den Anfang und das Ende. In der Mitte Totenstille am Flughafen. Bevor jeder von A nach B rannte, keine Sau wusste, wer gemeint war. Ich zu meiner Freundin, ich sag, Schatz, komm, ab Gate 4, vielleicht sind wir das, ja? Stand da schon unser Bordkartenabreißer? Also in Frankfurt heißen die anders, da heißen ja Bordkartenabreiß-Coordinator und Duty-Director. Frankfurter kacken schon mal gerne auf. Erst so ein Hals. Das war also auch der Grund, wir waren die Letzten. Das war auch der Grund, warum wir hier getrennt gesetzt wurden. Meine Freundin ganz hinten, nicht, dass das schlimm ist, und ich irgendwo in der Mitte. Und ich finde im Flugzeug nie meinen Sitzplatz. Kam glücklicherweise sofort eine Stewardess auf mich zugerannt. Nee, Quatsch, war ein Steward. Stewardess ist falsch, war ein Steward. Ja, die arbeiten da oben auch. Also Steward kam auf mich. Nee, Steward kannst du eigentlich auch nicht. Nee. Wie sagt man? Ja, genau. Es war eine Stewardess, gefangen in dem Körper eines Stewards. Der kam also auf mich zugerannt und zeigte mir sofort meinen Sitzplatz. Da. Ich sag, Dankeschön. Was war das für ein Sitz? Mittelsitz, Mittelgang, Mittelblock in der Mitte des Fliegers. Freuen wir uns alle, wenn wir den kriegen. Der Knaller kam noch, links von mir saß eine alte Oma ohne Zähne, die sich dachte, oh, der interessiert sich bestimmt für meine Lebensgeschichte. Super Idee. Und rechts von mir saß so ein fetter Sack. Und der hatte nur ein Hobby. Und das war Schwitzen. Ja. Ja. Während ich also links einen Tinnitus bekam von Oma. Nack, 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 wie. War rechts mein kompletter Ärmel nass geschwitzt von Karl-Heinz. Der war auch schon so richtig gekleidet in so einem Rippmuskel-Shirt, so wie ich heute hier. So mit dem Aufdruck Pitbull-Gym. Ja? So Schlappen ohne Socken, etwas längere Fußnägel. Mmh. So eine schöne verhornte Hacke. Ist was Geiles, ja?
zeigte mir noch, ja, Fußnagel eingewachsen, guck mal, ja. Während ich also versuchte, meinen Arm aus diesem reißenden Fluss von Achselschweiß loszureißen, wurde das plötzlich unruhig im Flieger. So 3-4 Reihen vor mir versuchte einer, seine Rückenlehne nach hinten zu machen. Was er nicht wusste, hinter ihm saß Bodo aus Bottrop-Kirchhellen. Von Beruf Stahlbetonbauer. Hör mal, der direkt an diesen Sitz... Ey! Mach den Sitz nach vorne! Ich leg dich um, du Sau! Hör mal, sofort die Stewardess gefangen im Kopf eines Stewards zu Bodo ran, um die Sache zu schlichten. Halt, halt, halt! Gewalt ist keine Lösung. Grundsätzlich ja richtig, aber Bodo... Hart, hart. Ich hab mir das angeguckt, ich denk, na, wann knallt der dem jetzt eine? Wurde mir immer wärmer. Da ist er in so einem Flugzeug, ist er entweder minus 2000 Grad, dass du an so einer Nierenbeckenentzündung stirbst, oder plus 500, dass du krampfhaft die Steine suchst, um den Pinienaufguss zu machen. Ich war fix und fertig, ich wusste nicht, woran es liegt. Kaputte Klimaanlage oder hart, hart, hart. Es lag weder an dem einen, noch an dem anderen. Es lag an Karl-Heinz. Der ist eingepennt. Und kam mit seinen 2,6 Tonnen immer näher zu mir, immer näher. Als dann der Kopf noch auf meine Schulter knallte, wartete ich darauf, dass ihm so ein bisschen Sabber aus dem Mund läuft. Mir auf die Jacke, hör mal, da war vorbei. Ich bin wirklich sehr tolerant, ich hab Mauerfall mitgemacht, ja, hallo. Aber irgendwann ist gut. Als dann die Besatzung noch lustige Ansagen machte, war Jans vorbei. Weiß ich, schon mal jemand mit der deutschen BA geflogen? Deutsche British Airways? Hör mal, die hat von der Geschäftsführung die Anweisung, lustige Ansagen zu machen, ehrlich. Im Flugzeug. Da kommen so Ansagen wie, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf dem Flug 14893 von Frankfurt nach Gran Canaria. Beim eventuellen Druckverlust, ja voll, beim eventuellen Druckverlust kommen diese Sauerstoffmasken aus Ihren Deckenfächern. Halten Sie Ihre Kreditkarte bereit, ziehen Sie diese durch die Armlehne und erst dann können Sie atmen. Aber ich hab Flugangst. Jetzt sind die oben auch noch lustig. Ja, was machen die für Ansagen, wenn wir abstürzen? So nochmal dabei sein, hier nochmal frei sein. Das macht Spaß hier. Das macht Laune. Und nochmal rückwärts für 5 Mark. Dankeschön. Marius.